So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn, Part Nummer 35. Und ja, ich hoffe, ich komme einigermaßen voran jetzt, mal so langsam. Weil jetzt wollen wir uns nämlich mal so langsam in die Richtung machen. Ne? Habe jetzt im letzten Part gefühlt nur rumgegammelt. Und da mal was gemacht, da mal was gemacht. War jetzt optisch nicht ganz so übel, aber... Wird von Maschinen angegriffen? Das gefällt mir gar nicht. Willst du, Wärter Geneva, sagen, dass wir gekniffen haben? Lass mir es drauf ankommen. Ja, dem müssen wir natürlich helfen. Das ist ja klar. Fällt mir gar nicht. Ich will zwar nichts sagen, aber der hat mich gut getroffen. Der ist aber auch echt... auseinandergeflogen wie nix, ne? Behemoth. Jetzt lauf doch nicht weg, kleiner Mann. So, solange ich mich einigermaßen positionieren kann und Ruhe hab. Oh, der hat gesessen, du Ratte. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Gut, ich wäre jetzt ein bisschen sauer, weil die mir hier mit dem letzten Angriff, den habe ich nicht gemacht, mir die EP geklaut haben, aber... Du hast uns aus der Patsche geholfen, Fremde. Willkommen in Sonnenfels. Sprich am besten mit Wärter Geneva drinnen. Das mache ich doch glatt. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber der hat gut... Hallo, ich würde gerne... Darf ich da rein? Ein Maschinenköder. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Rasgrund trug ihn an seinem Körper. Jede Wette. Er wurde durchsucht. Wie? Das will ich gar nicht wissen. Wärter Geneva, sie hier hat die Behemoths vernichtet. Fremde, ich bin beeindruckt. Und das kommt selten vor. Sag mir, wie kommst du zurecht mit lebender Beute? Hatte noch keine Klagen. Warum? Drei gefährliche Häftlinge sind geflohen. Und meine Männer hier können auf keinen Fall weg. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir es wie früher machen würden. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Und jetzt stehe ich hier. Und du stehst auch hier.
Kennst du einen Jäger namens Neil? Er erwähnte diesen Ort. Neil? So nennt er sich jetzt also? Geht's ihm gut? Gut würde ich es nicht nennen. Er ist unter einem Schatten geboren, aber er tötete noch nie ohne einen Grund. Wie die Schlechter im Sonnenring. Er hat Ehrgefühl. Alte Schule. Seine Zeit hier brachte es ans Licht. Okay. Wie war es denn früher? Man grub Verbrecher bis zum Hals ein und ließ die Sonne richten. Scheint, als sei das Urteil bereits gesprochen. Niemand ist jemals rückfällig geworden. Tja, wer tot ist? Du die Häftlinge zurück? Nein, ich will sie unter der Erde. Sie werden dir keine Wahl lassen. Der Sonnenkönig zeigte seine Großzügigkeit. Und jetzt sehen sie meine. Ein Kopfgeld für sie alle. Ulia, die Tenakt, Rasgrund von den Osaram und den Verräter Gawan. Wenn ich das für dich tue, brauche ich eine Spur. Na, als Ulia ins Sonnenreich kam, war sie bei den Dschungelbanditen. Dort wird sie wieder sein. Rasgrund fanden wir in einer Kluft am Dämmerberg, wo er an seinen Bomben bastelte. Und Gawan wird alles dran setzen, über den See zu kommen. Da wette ich drauf. Suche in Lichtenmarkt. Na gut. Werden wir aber später machen. Ich will nämlich die ganz normale Hauptquest machen, weil ich bin jetzt nicht hier, um irgendwelche Gefangenen zu eskortieren oder hinzurichten. Ist eigentlich nicht so mein Stil. Aber naja. Vielleicht finden wir ja mal was auf dem Weg. Jedenfalls haben die Behemoths richtig gut gewütet hier. Und das war, ist nicht gut. So, die Tiere lassen wir einfach mal in Ruhe. Die haben ja nichts getan. Wir haben hier mehr als genug zu jagen. Jo. Gut. Silence. Wollen wir mal gucken, was wir mit Elizabeth Thobeck zusammen beziehungsweise gemeinsam haben, was Projekt Zero Dawn ist. Also ich persönlich weiß es ja schon, ich habe das Spiel ja zweimal durch, also mehr oder weniger, gar nicht. Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, aber was genau, das ist, könnte ich jetzt nicht nennen. Also nur das Projekt Zero Dawn. Beziehungsweise, ja, so halbwegs könnte ich das benennen, was wir mit der Thobeck zu tun haben, das weiß ich. So, grau habe ich, dann komm mal her. Wenn du stehen bleiben würdest, hätte ich auch kein Problem mit dir. Ich will zwar nichts sagen, aber der hat gesessen. Ich werde tun, was ich tun muss. Ach, das kriegen wir hin. Wenn er mal 2 Sekunden stehen bleiben würde. Hätten wir keine Probleme damit. So.
Das wird mir gute Dienste leisten. Ja, hoffentlich. Da ich ja alles verkauft habe, habe ich jetzt nicht mehr so viel im Inventar. Ja, ja, Modifikationen, auch nicht mehr so viele. Schaden und Verderbnis, Schaden. 44% Schaden, warte mal. Ich will mal was gucken. Ja, aber hier ist noch Handhabung mit drin. Die will ich eigentlich für 4% Schaden nicht mit reinhauen. Will ich mal gucken. Schaden, Schaden, Handhabung. Feuer ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Machen wir hier ein bisschen mehr Schaden rein. So, was haben wir hier? Eis, Eis, Eis. 43% Eis und Feuer. Das ist gar nicht mal verkehrt. So, haben wir noch... Nee. Ich find's blöd, warum kann ich eigentlich keinen Speer begutachten? Modifizieren. Wo? Okay, wenn ich sie nicht sehe, dann interessiert mich das auch nur peripher. Ich will mich zwar nicht beschweren, aber warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Müsste doch eigentlich Ruhe... Oh, komm schon. Weißt du nicht, warum ihr euch mit denen anlegt? Lasst sie doch einfach laufen. Ich meine, komm schon. Ich meine, klar, ich habe jetzt noch einen Ruf als Jägerin zu verlieren. Dementsprechend kann mich sowas nicht einfach... Der Regen ist viel zu laut, als dass man etwas hören könnte. Ja, ist doch gut. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Ja, das sowieso. Aber ich denke mal, mit unseren Waffen sind wir nicht unbedingt schlecht. Ich habe noch 2680 Reinholz und 11.000 Scherben. Ich will nicht sagen, wir sind gut bedient, aber wir sind eigentlich gar nicht schlecht. Wie viele Drähte habe ich da noch? 74. Drähte sind nicht mehr so viele. Ich lasse die Dinge einfach mal offen. Einfach im Inventar lassen. Warte mal, wie viel kann ich denn überhaupt... Gefühlt unendlich. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn ich die Dinger behalte und nur das nehme, was ich brauche. Also könnte ich etwas Speicherplatz sparen. You know.
Wie, ich muss jetzt da hoch? Ernsthaft? Na gut, probieren wir es mal. Dann hätte ich einen anderen Weg genommen. Na gut, hätte ich Sonnenfell nicht entdeckt, ne? Machen wir nochmal eine Kletterpartie. Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen... Ich freue mich ja. Auf der einen Seite ist es natürlich ein sehr, sehr schönes Spiel, auf jeden Fall. So inhaltlich natürlich bombastisch. Wie gesagt, es gibt ja zwei Sichtweisen. Einmal technisch und einmal inhaltlich. Auf der PlayStation ist es natürlich ein perfektes Meisterwerk. Sofern es dort keine technischen Makel oder Probleme gab. Der PC-Release war holprig. Man kann es vielleicht mit dem Klettern auch übertreiben. Aber okay. Sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, wunderbar. Gut, habe ich frisch selbst entdeckt. So, hier gibt es noch irgendwo eine Blume. Ich würde sagen, wenn die sowieso in der Nähe ist. Dann können wir die auch suchen. Also ich werde da jetzt nicht wie ein Bekloppter absichtlich vorbeirennen. Da können wir durchaus auch mal was mitnehmen, wenn wir es finden. Ach, easy. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. Ja, das stimmt. Schon geil, ne? Hallo, kleiner Stürmer. Ich will nur nicht, dass du mir Ärger bereitest. Das war reine Notwehr. Das Ding rollt und es gibt Geräusche. Okay, detailmäßig ist es ziemlich geil. Wo war ich eigentlich gerade eben stehen geblieben? Ich war stehen geblieben, weil ich gesagt habe, ich freue mich hier mit dem Spiel auch mal bald zu das Spiel bald zu beenden. Nicht, weil das Spiel schlecht ist oder weil ich das Spiel nicht mag, sondern ich würde dann nämlich so ein Halb-Halb-Ding machen. Einmal ein Stream und ein Let's Play zu Forbidden West. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Schon oh, geil. Wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Lass die Klipso-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Dieser Silence. Auf der einen Seite ein geheimnisvoller Kerl und natürlich Silence, ne? Silence, I kill you. Ach ja, Jeff Dunham. Lustig, kann ich nur empfehlen. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Warte mal. Schweigen im Walde. Ich will es ja nicht sagen. Ich wollte eigentlich da nochmal in die Spalte rein. Aber okay. Was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Ist schon dunkel. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Ich glaube... Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Jo. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja.
Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Woher weißt du das alles? Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Aha. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Bin mir da so gar nicht so sicher, ob das wirklich so unwichtig gewesen ist. Ich würde es ja nichts sagen, aber ich glaube, die Aloy ist ein bisschen... Was dahinter ist. ...angefressen. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg machen. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Ich will zwar nichts sagen, aber es war jetzt nicht unbedingt... Ah, die verderbt, das fand ich ganz so geil. Also die verdorbenen Maschinen sind, dass sie stärker sind, ist klar, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich solch einen, dass ich meinen Scharfschussbogen dafür brauche. Das muss ich halt nur mal gestehen. Kriegen wir aber an sich hin. Die Sache endet hier. Ich will zwar nichts sagen, aber... Ganz ruhig. Na komm. Jetzt rennen wir nicht so schnell. Dann treffe ich dich auch. Naja. Naja, so, die Frage ist nur... Nee, es gibt eigentlich keine Fragen. Läuft ganz gut. Ja, Reinholz muss ich jetzt nicht zwingend sammeln. Drähte gehen eigentlich auch gar nicht schlecht. So. Ja. Da ist irgendwas explodiert. Also, metallscherbenmäßig sind wir gut dabei. Schadenmäßig eigentlich auch. Aber macht ja auch durchaus Sinn, weil ich Dödel ja natürlich den, Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Okay, Hasen, die scheinen die Maschinen nicht zu stören. So, wir mal was gucken. Vielleicht kann ich...
Na, was war das? Ja, geh mal hingucken. Ich müsste eigentlich wissen, wie viel Damage ich mit einem Pfeil mache. Dann könnte ich berechnen, ob zwei oder drei Pfeile genügen. Aber so wie es aussieht, genügen auf jeden Fall zwei. Einer wird ein bisschen zu wenig. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Wunderbar. Gut. Ich muss nur richtig zielen. Ist gar nicht so schlimm, finde ich. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Das ist mir schon klar. Wo ich lang muss, das weiß ich. Ich will nur gucken, dass ich auch alles habe, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Rückweg aussieht. Wenn ich mich da mal sputen muss, dann habe ich lieber jetzt, wo ich Ruhe habe, alles safe. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Na wunderbar. Das bedeutet, ich kann auch fällen, oder was? Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Na super. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Bleib doch da oben, hast du einen super Scharfschützen. Ich will zwar nichts sagen, aber... Wir braten den ganzen Tag in der Sonne, um Schatten zu dienen. Wer? Ich hab sie! Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Willst ja nichts sagen, aber... Wir haben doch gerade erst angerufen. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Ja. In der Brücke kann man sich seitlich auf... Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. War das gemein? Der will das nicht. Wir machen es aber trotzdem. Ich meine, Silence, komm schon. Du willst ja nur nicht, dass wir... Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Itamin verhört. Solange König Itamin in Sonnenfall dahin... Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Helis. Das ist seine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet?
Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Wer kennt ihn also? Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. Aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Aha. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs ein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ja. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest, sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Will zwar nichts sagen, aber der Typ hat seine Olle gewunden. Das ist... Ich weiß nicht, ob das schön ist. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Also der hat den Tod von seiner Frau und seiner schwangeren Frau nicht verkraftet, macht jetzt hier einen auf geistig komplett durch. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. Warnung, irregulärer Datenfluss in der Nähe, mögliche Sicherheitsgefährdung. Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt. War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seinem... Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Oh, mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir dem Silence trauen können. Der ist mir zu geheimnisvoll. Das gefällt mir nicht wirklich. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel.
Teufel? Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Ja. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit. Ja, ich glaube, die wissen... Oha. Fuck. Armer Langhals. Ich will zwar nichts sagen, aber lauf. Lauf. Renn weiter. Ja, ich bin doch dabei, meine Güte. Entschuldigung, da wusste ich in der Hektik nicht, wo ich. Da wusste ich nicht in der Hektik nicht, wo ich hinspringen soll. Kein Problem. Ja, guter Witz. Glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Soll das ein Witz sein? So viel zum Thema beeilen. Oh Mann. Hast du geschafft? Oh, was? Lauf ihn nicht kriegen. Naja. Soll das ein Witz sein? Nach links, zum Lager. Verstanden. Ich hab's fast geschafft. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Lauf oder du stirbst. Vorsicht, da sind noch mehr. Rücke in sich. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Als würden die mich nicht verfolgen. Naja, das geht ja noch. Als würden die uns nicht verfolgen. Jetzt alles ruhig? Super. Oh mein Gott. Aber cool. Auf jeden Fall. Mooswand oder die bewachsene Wand generell erinnert mich gerade so ein bisschen an Shadow of the Tomb Raider. Du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Tja. Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Da hättest ja selbst reingehen können. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele. Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Finde ich nicht. Vertrauen ist eine gute Basis. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du Verdammter!
Mistkerl. Ich hätte ja was anderes gesagt. Na gut. Ich will den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Wer weiß, vielleicht bist du ohne Fokus vielleicht doch besser dran. Man weiß nicht, war aber cool. Ja, bei knapp 40 Minuten, das ist durchaus gängig. Ist okay. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Nora Bogenschützin Outfit. Ach, Beschütze Outfit. Oh Mann. Diese Viecher, mir juckt's in den Fingern. Na, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.